Ja, wir hatten doch letztes Mal das Thema, dass man die Vergangenheit quasi verändert mit unguten Gefühlen, wenn das mit irgendeiner Person zu tun hat, dass man das in ein anderes Gefühl verwandelt. Ja. Und dann ist mir so eingefallen, dass man ja selber oft mal mit sich nicht im Reinen ist oder viele Sachen hat, wo man sich selber quasi nicht verzeihen kann oder halt immer so schlechte Gefühle hat, dass man denkt, ha, das hätte ich jetzt so machen sollen und das hätte ich jetzt nicht so machen sollen. Und ja, und dann habe ich gedacht, ob man das nicht genauso verwandeln kann. Ja, sicher. Vielleicht fragst du dich mal, was ist das ollste Gefühl, was dich oft beschäftigt? Am Schlechtes meisten. Gewissen. Was hast du denn gemacht? Hat zum Beispiel, was ganz gravierend ist, dass ich mich ja getrennt habe mit meinem vorigen Partner und wir haben ja einen Sohn zusammen. Und da habe ich ganz oft kommen diese Gefühle, dass das halt einfach schlecht war und schlecht fürs Kind war und dass es, obwohl es eigentlich allen gut geht, aber trotzdem fühlt man sich so manchmal ein bisschen wie eine Rabenmutter. Also du fühlst dich wie eine Rabenmutter, weil du dein Kind aus einer Beziehung rausgenommen hast, die nicht mehr in dieselbe Richtung war, die nicht mehr harmonisch war, die energiezehrend Genau. war. Du hast also dich entschieden, das Kind da rauszunehmen aus dieser Beziehung und dich selber natürlich auch, ne? Dein Sohn hat für sich selbst entschieden und du hast davor entschieden, eine Beziehung zu verlassen, die dir nicht mehr gut getan hat. Ja oder nein? Genau, ja. Und die Beziehung, die war ja nicht mehr gut, die war auf einer Seite zumindest schon krank. Da hat Respekt vielleicht gefehlt, Freundlichkeit, Liebe, gegenseitiges Vertrauen. Irgendwas hat da gefehlt. Ist es richtig oder nicht? Genau, ja. Und denkst du denn, dass Kinder bemerken könnten, wenn es nicht so recht stimmt in der Beziehung? Ja. Definitiv, das kann ich dir hundertprozentig sagen. Und denkst du nicht, dass Kinder besser in einer Beziehung aufwachsen, egal was für eine Beziehung das ist, egal ob mit einer großen Familie, egal ob alleine oder egal mit wem, solange die Beziehung glücklicher ist und besser ist, fühlt sich das Kind dann auch besser, langfristig. Ist das richtig oder nicht? Ja, genau. Ja, ganz genau. Also denkst du, du hast jemanden was Böses getan, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, weil du irgendwas falsch gemacht hast? Ja, rein theoretisch, ja. Also du denkst, du musst ein schlechtes Gewissen haben, weil du eigentlich alles richtig gemacht hast. Nein, das nicht. Du hast mir ja eben gesagt, dass du eine Beziehung verlassen hast, die keine tolle Beziehung mehr war, die Energie gezogen hat, die einfach nicht mehr gesund war. Hast du das gesagt? Ja, genau. Genau. Und wenn du ein Kind und dich selber aus einer ungesunden Beziehung rausgenommen hast in eine nächst bessere Beziehung, ist das was Gutes oder was Schlechtes für dich und für das Kind? In dem Fall war es Gutes, ja. Na definitiv, das ist sogar was Gutes für den anderen Partner, auch wenn der das noch gar nicht weiß. Aber der ist dann auch frei von dieser Beziehung, die schon lange nicht mehr gesund war. Ja, also in jedem Fall, wenn jemand gehen will und wenn du das selbst bist, dann ist immer die beste Lösung auf Wiedersehen. Weil Vögel, die fliegen wollen, die soll man nicht festhalten. Das hat doch gar keinen Sinn. Ja, man sagt sonst, Mensch, bleib doch hier. Mir geht's wenigstens ein bisschen gut damit. Und ich weiß nicht, was danach kommt. Ach, bleib doch lieber hier, damit ich mich besser fühle. Das sagt der Partner, der dich nicht gehen lassen will, mit anderen Worten. Der sagt, du bist egoistisch, weil du machst, was du willst. Aber ich bin so selbstlos, du solltest machen, was ich will und hier bleiben. Das sagt der Partner mit anderen Worten. Wenn der sagt, du solltest bleiben, oder wenn der versucht, dir ein schlechtes Gewissen einzureden, ja? Also die dich Egoisten nennen, sind oftmals die größten Egoisten. Ja, ich verstehe es, ja. Ja. Und würdest du jetzt sagen, dass du irgendwas falsch gemacht hast, wofür du in dem Fall ein schlechtes Gewissen haben solltest? Nee, jetzt nicht mehr. Ist das die Wahrheit, dass du was falsch gemacht hast? Nein. Nein, ist nicht. Ist eine Illusion in deinem Kopf, ist es so? Ja, genau. Ja, das ist eine Illusion in deinem Kopf. Und jetzt möchte ich mal, dass du dieses Gefühl zu dieser Illusion wegnimmst und ohne dieses Gefühl in die Zukunft schaust. Und dabei durchatmest, ganz tief.
Fühl mal in das Gefühl rein, ob es noch irgendwo finden kannst. Und dann atme es aus, ganz bewusst. Das ist alles nur eine Illusion in deinem Kopf, die du dir ausgemalt hast. Das ist eine Schlussfolgerung, ja? Du hättest auch eine andere Schlussfolgerung daraus ziehen können. Du hättest auch sagen können, damals, als es passiert ist, Mensch, ich tue für mein Kind das Beste. Das ist eine ungesunde Beziehung. Je eher ich mein Kind da rausnehme und mich selber, desto mehr tue ich allem Gefallen, ja? Desto mehr sollten die mir alle dankbar sein. Es könnte ein anderer Schluss gewesen sein, den du daraus gezogen hast. Aber alles sind nur Gedanken. Alles sind nur Gedanken. Und ein Gedanke ist nicht besser als der andere Gedanke. Eine Illusion ist nicht besser als die andere Illusion. Aber wir sollten jetzt schon so intelligent sein und uns fragen, was dient mir? Welche Gedanken, welche Illusion, die dient mir? Weil es ist alles eine Illusion. Ja? Und falsch gemacht hast du definitiv gar nichts, ja, geht gar nicht. Siehst du das auch so, dass du dir eine falsche, dass du einfach einen falschen Gedankengang gegangen bist? Ja. Und jetzt versuch mal bitte dieses Gefühl nochmal zu finden, wo du nicht mit dir zufrieden warst, weil du die Beziehung beendet hast wegen deinem Sohn und dass das nicht richtig war, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst. Kannst du das noch fühlen? Nee, nicht mehr. Ja, aber wenn es noch mal fühlen kannst, ja, dann atme das ganz bewusst aus, ne? Weil die Wahrheit zu erkennen, das befreit dich, ja? Und die Wahrheit zu erkennen alleine ist oftmals gar nicht so einfach, aber wenn du hingeführt wirst, dann ist es einfacher. Und das ist das Verändern der Vergangenheit. Es ist machtvoll, es ist unheimlich machtvoll. Hast du noch eine zweite Sache, die dich beschäftigt, wenn wir schon mal dabei sind? Was ist mit deinem Vater? Oh ja. Erzähl mal. Da gibt es viele Sachen, ja. Also er war zum Beispiel auch der Meinung, dass man sich nicht trennt, wenn man ein Kind zusammen hat. Und meine ganze Familie ist ja auch so. Ja. Ja, und ist das Schlimmste, was dein Vater dir vorwirft? Oder hat er dir viel früher noch mal was anderes vorgeworfen? Nee, mein Vater wollte mich immer vor Fehlern beschützen. Hm. Ich sollte die erst gar nicht machen dann quasi. Aber ich wollte ja selber ausprobieren. Du wolltest eine Beziehung ausprobieren? Ja, genau. Und das ist doch okay, weil letztendlich muss ja jede Beziehung ausprobiert werden. Es gibt keine Beziehung, die nicht ausprobiert wurde. Die ersten paar Monate, die ersten paar Jahre sind Probierjahre und danach sieht man es dann, ob es langfristig klappt oder nicht. Im Prinzip ist jede Beziehung, nicht im Prinzip, jede Beziehung ist ein Versuch am Beginn. Jede. Und für keine Beziehung, egal wie toll die Verliebtheitsphase ist, gibt es irgendeine Sicherheit. Gibt es nicht. Und wenn wir das schaffen, uns in der Unsicherheit wohlzufühlen, diese Unsicherheit zu umarmen, ja, egal auf was du dich einlässt. Wir hier, wir wissen ja alle von vornherein, dass wir alle, wie wir hier sind, mit jeder Situation im Leben umgehen können. Ist es so oder nicht? Ja. Das ist so. Ist immer so. Ist auch für diejenigen so, die es nicht denken, ja, weil die zu schwach sind oder weil die falschen Gedanken haben. Jeder wird mit jeder Situation fertig. Und wenn dein Vater dir was vorwirft, da hast du ein komisches Gefühl dabei, ne? Ja, ja. Und warum wirft dir dein Vater denn was vor? Ich will es dir mal beantworten. Weil dein Vater seine eigene Denkweise gelernt hat. Dein Vater denkt, wie mein Vater auch denkt, eine Beziehung, die muss man bis zum Ende beibehalten, auch wenn man leidet. Eine Beziehung heißt bis zum Tod, bis der Tod uns scheidet. Aber ich glaube, das ist schon lange nicht mehr zeitgemäß, diese Herangehensweise. Aber dein Vater, der kann nur aus dieser Sichtweise heraus argumentieren. Siehst du das auch so? Ja.
Der kann ja gar nicht anders, egal wie der dich liebt. Der muss aus seinem Mindset argumentieren und sein Mindset hat er geerbt bekommen von Generationen und Generationen davor. Und wir sind hier eine Generation alle, in der sich so viel ändert. Und ich sehe es hier sogar in der Türkei. In den letzten 20 Jahren hat sich hier in der Türkei, auch was den Zusammenhalt und die Ehe und alles betrifft, ja, so viel geändert. So viele Scheidungen, ja, so viele Frauen alleine, so viele Männer alleine. Das ist unglaublich, ja. Das hättest du vor 20, 30 Jahren nicht gefunden in der Türkei. Aber so ändert sich die Zeit, so wandelt sich die Zeit, die Menschen kommen zu neuen Schlussfolgerungen und das ist ein langsamer Prozess. Würdest du jemals auf die Idee kommen, deinen Vater böse zu sein für eine Sache, die er denkt, weil er die denken muss? Ja, niemals. Niemals. Das wäre ja auch. Aber du weißt schon, dass du das Richtige getan hast, ne? Weil du bist eine neue Generation, du siehst die Dinge offener, du lässt dich nicht mehr einfangen von den alten Glaubensmustern und bist dadurch freier, ne? Dadurch sind wir alle freier. Und je mehr Freiheit wir erreichen, desto glücklicher und schöner wird das Leben, ne? Diese Freiheit, die ist alles. Ja, die ist alles. Die emotionale Freiheit, was wir hier jetzt gerade in dem Moment machen, ja, das Verändern von Vergangenheit, das ist das Machtvollste, was man überhaupt mit einem Menschen tun kann. Und alle, die zuhören und ähnliche Erlebnisse haben, denen nutzt das so viel. Und das ist auch das, was ich am liebsten mache, weil es die schnellsten Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, auf das Gefühl und auf die Zukunft haben wird. Deshalb, kannst du dir noch mal das Gefühl vorstellen, wie dein Vater bösartig sogar manchmal geworden ist und sich versteift in seiner Meinung, die er gar nicht anders haben kann, und wie du dich da fühlst? Kannst du das noch mal fühlen? Ja? Und jetzt tritt mal aus der Situation heraus und schau da nur als Situation darauf, als Betrachter. Ja, tritt aus der Situation raus, sieh dich und sieh deinen Vater, wie er da steht und wie er sauer ist und wie er sich aufregt und wie du klein und zusammengesunken daneben stehst und dich runtermachen lässt. Siehst du die Situation? Kannst du noch Gefühle empfinden? Ja, ein bisschen noch, ja. Jetzt schau deinen Vater mit verständnisvollen und liebevollen Augen an und beobachte, was er sagt. Und hab einfach Verständnis dafür. Schau liebevoll auf deinen Vater, weil du weißt, dass er dich liebt. Weißt du das? Ja. Dann schau auf deinen Vater ganz liebevoll und wohlwollend. Er redet, wie er redet. Das ist eine Situation. Und du bist liebevoll und wohlwollend und verständnisvoll vor allen Dingen, weil du weißt, dass das, was er sagt, aus seiner Sicht wahr ist. Und du hast eine andere Wahrheit. Ja, und du weißt auch irgendwo ganz tief, dass dein Vater dich in der Tiefe deiner Gedanken niemals verstehen kann. Warum? Weil der eine andere Denkweise hat, weil der anders aufgezogen ist. Und jetzt schau ihn weiter mit liebevollen Augen an und fühle die Liebe, die er für dich fühlt, die du für ihn fühlst und überschütte ihn mit dieser Liebe. Schau ihn dabei an. Er steht vor dir und jetzt überschütte ihn mit deiner Liebe. Atme ganz tief dabei und jetzt segne deinen Vater. Sag ganz bewusst, Papa, ich segne dich und ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wie fühlst du dich? Friedlich. Friedlich, ja. Super. Jetzt hatte ich eine Erkenntnis. Im Endeffekt hat es ja doch mit anderen Personen zu tun, ne? Was meinst du genau? Erklär das mal. Ich habe ja gesagt, dass man sich selber ja für etwas, oder dass ich ein schlechtes Gewissen habe zu bestimmten Ereignissen in meinem Leben und dass ich quasi die Schuldige bin.
Deine Worte, die verraten schon dein Mindset. Sag nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, ne? Sondern ich habe mal in die Richtung gedacht, dass es mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Was ganz was anderes. Wenn du sagst, ich habe ein schlechtes Gewissen, dann assoziierst du das mit deiner Persönlichkeit. Ich habe, ich bin, ne? Das ist der größte Fehler, weil damit festigst du das als Bestandteil deiner Persönlichkeit, ne? Aber wenn du sagst, Mensch, ich habe mal in der Situation so und so gedacht und meine Denkweise hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, war wahrscheinlich nicht so schlau, aber es war so, wie es war, ja? Alle Situationen, die waren, wie sie waren, akzeptierst du so, wie sie waren, ja? Egal, was passiert ist, ne? Die umarmst du. Und jetzt werde ich euch mal allen ein Geheimnis verraten. Jedes miese Gefühl, was aufkommt aus der Vergangenheit, ist eigentlich dein größter Diener. Jedes Gefühl, jedes miese Gefühl, was hochkommt aus der Vergangenheit, das ist ein Geschenk für dich, weil das zeigt dir genau, an welcher Stelle du verwundbar bist und an welcher Stelle du arbeiten darfst. Ja, das zeigt dir genau den Weg auf. Und das ist so, so wertvoll, diese Offenbarungen an miesen Gefühlen, die aus der Vergangenheit oftmals herrühren, zu erfahren. Und das Gleiche gilt auch für die Zukunft, mit dem Sorgen machen. Ja, je öfter du dir über eine Sache Sorgen machst, desto mehr bist du nicht im Reinen mit dir in diesem Punkt. Und deswegen ist es wirklich ein Geschenk für jeden von uns, ab und an diese miesen Gefühle zu spüren, um zu wissen, wo wir noch arbeiten müssen, wo wir die Möglichkeit jetzt haben, daran zu arbeiten, das zu regeln für uns. Konnte das jeder nachvollziehen? Ja, super. Ja. Super, Marcel, vielen Dank. Und noch eine andere Sache. Versuch dich jetzt mal zurückzuerinnern an die Situation mit deinem Vater damals, genauso wie die war. Mhm. Was hast du denn da für ein Gefühl? Neutral. Ja, genau. Neutral, ja. Dann ist es erledigt. Dann ist es super, dankeschön. Halt, noch ein kurzer Hinweis am Ende, der für dich wirklich viel bedeuten könnte. Wenn du noch keine Klarheit in deinem Leben hast oder von deinem Leben, wenn du noch keine Vorstellung hast, wenn du Probleme bei der Verwirklichung deiner Wünsche und Träume hast und wenn du wirklich sicher lernen willst, wie du von der Vorstellung deines Wunsches in deiner Fantasie zur Erfüllung deines Wunsches, also zur Materialisierung deines Wunsches kommst, dann komm in unsere Mastermind-Gruppe. Wir trainieren das hier. Für Infos schau dir bitte unser bestes Webinar an, der 6-Schritte-Prozess. Den Link findest du in der Videobeschreibung oder in den Shownotes im Podcast. Wir sehen uns im Webinar. Ich freue mich auf dich. Alles Gute für dich. Tschüss, Marcel Megahari.